tun wir mal Bier. Dann stellen wir es vielleicht einmal ab. Vielleicht mal abstellen, Matthias, ja, du bringst ja wieder an. Dann stellen wir das mal gründlich vor. Darüber weiß ich eigentlich ganz gut Bescheid. Also das Ganze ist in Mannheim entstanden, aber nicht bei der Firma Heinrich Lanz AG, sondern bei Daimler-Benz. Also Daimler, Gottfried Daimler in Bad Cannstatt und Benz in Mannheim, die haben kooperiert, aber sich nie gesehen. Und eben bei Benz in Mannheim wurde dann dieses Motorpferd abgelenkt. Man hatte Pferde und dann war es plötzlich ein Pferd mit Motor, ein Motorpferd. Motorenwerke Mannheim sind daraus entstanden, sehr bekannt als Motorenbauer, aber das ist praktisch dann ein Mercedes. Wenn man so will, Benz, Karl Benz entwickelt, der Urvater des Mercedes-Benz. Also vor Ihnen, liebe Leute, steht ein Mercedes-Benz. 100 Jahre alt dieses Jahr, und wir haben es verglichen mit moderner Technik, und jetzt hier 100 Jahre Vollgummireifen. Und der Matthias und sein Vater Walter Lehnert haben dieses Motorpferd dann wieder zum Laufen gebracht und haben das wieder so restauriert, dass es vorzeigbar ist. Matthias, wenn du mal absteigen, kannst du mal vorne in den ganzen Ding, da ist kein Sprit drinnen, sondern Wasser. Das ganze Ding ist Wasser, da lassen wir mal nahe, dass die Leute auch sehen. Und früher haben, genau, es fährt also mit Wasser, Wasserverdampfung. Und früher haben die Leute da rein, allein einen Kasten gehängt. Hast du so einen Kasten da? Ne, ehrlich gesagt, ne? Das war ja. Vollgummireifen. Die haben dann auch Hühnereier gelegt Holz. Und die haben dann Erfahrung gehabt, wenn es so und so warm war und so lang, sind sie dann hergegangen und haben dann während der Fahrt ihr Eier gekocht, und wenn dann Brotzeit war, waren die Eier da drinnen, die Hühnereier fertig zum Essen. Der Kasten ist ja da, ne? Und das haben wir ja schon mal probiert. Manchmal waren sie ein wenig zu weh, manchmal waren sie ein wenig hart, aber es hat eigentlich funktioniert. Also 100 Jahre Motorpferd, der Mercedes von damals, ja, steht jetzt hier in Kleinsteinach. Dieses Ding ist eigentlich ein Museumsstück und wird auch noch, das kann ich schon ankündigen, auch noch mal Mitte September im Museum in Ahorn vorgeführt, also heute in Kleinsteinach. Was ist jetzt da? Was ist da los jetzt? Ja. Sie verabschieden sich. Also am 15. September, glaube ich, ist es auch zu sehen in Ahorn im Gerätemuseum, alte Schäferei, direkt an der 303 kurz vor Ding. Da werde ich also auch oben sein. Also Matthias, Schuhe an, dreh vielleicht noch eine Runde und jetzt kriegst du erstmal einen Beifall, solange das Ding aus ist. Das ist dein Beifall, Matthias. 100 Jahre und es geht irgendwie. Also mit den Hämorrhoiden, das ist ein bisschen kritisch, ne? Da braucht man schon ein wenig Speck. Oder ein Küsserle, wie man sagt in Franken. Ein Kissen. Hat natürlich einen Rückwärtsgang. Vielen herzlichen Dank bei der Gelegenheit.
so. Sehr interessant. Ja. Der rückwärts vorne, offiziell kann er heute kann rückwärts fahren. Der muss was diesen Schwung raus, dass er nachher den anderen kommt. So, was war? Ja, genau. Geht er mal weg. Meine Frau muss natürlich da durchlaufen. Du kannst da sein, oder? Cooles Fahrzeug. Schön, cool. Jetzt sind deine Behilfe. Kannst du ja rausschneiden, ne, wenn sie nicht nötig sind. Schlagern. Ja, ist alles drauf. Ist der Elsbull da ist, ja? Der Elsbull gut da ist. Ja, 100 Jahre hat er gesagt. Kindersitz. Alte Feuerwehrfahrzeug, gell? Alte Feuerwehr.